Die Spannungen zwischen Deutschland und Russland nehmen zu. Jetzt hat die Bundesregierung einen russischen Diplomaten ausgewiesen und damit reagiert man auf den Rauswurf dreier EU-Diplomaten, darunter auch ein Deutscher aus Russland. Hintergrund ist der Streit zwischen Moskau und Berlin über die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Neben Deutschland hat auch Schweden einen russischen Diplomaten des Landes verwiesen. Russland warf Deutschland, Polen und Schweden vor, dass ihre Diplomaten bei den Protesten gegen die russische Regierung mitwirkten.